Songli ist nun etwas über eine Woche raus und es gibt viele Diskussionen in der Genshin Impact Community, ob er wirklich so gut ist, wie er sein sollte. Im heutigen Video sprechen wir ein bisschen über meinen persönlichen Eindruck von Songli, wie ich ihn gebaut habe, aber auch, warum ich persönlich glaube, dass die Erwartungen der Community einfach falsch waren für diesen Charakter und warum ich persönlich ihn wirklich als sehr guten Charakter empfinde. Moin moin Leute, mein Name ist ReeFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Genshin Impact Video und heute dreht es sich um Songli. Im Hintergrund seht ihr ein bisschen was von meinem Songli Gameplay und zwar war ich in Sphären unterwegs, um für ihn und auch andere Charaktere Artefakte zu sammeln und da seht ihr auch ein bisschen, wie ich ihn spiele. Zum Ende des Videos zeige ich euch nochmal ein bisschen, wie ich ihn aufgebaut habe, beziehungsweise wohin ich ihn gerade baue. Grundsätzlich, mein Songli ist C0, bedeutet keine Constellations oder Sternbilder, also ganz Standard nur den Charakter einmal gezogen und ja, in diesem Video geht es ein bisschen darum, okay, die Community schreit gerade ein bisschen rum, Songli ist nicht so gut, wie er sein sollte. Und es gab auch ein Statement von miHoYo, das gucken wir uns gleich auch nochmal an, aber vielleicht von vornherein. Es gibt ein paar Sachen, die ich gerne sagen möchte. Zum einen, finde ich persönlich, gibt es keine schlechten Charaktere bei Genshin Impact. Die Charaktere erfüllen alle zum Teil ihren Zweck. Die Herausforderung ist, dass einige Charaktere erst wirklich gut werden, wenn man genug Sternbilder von ihnen hat. Ich finde, Child ist so ein gutes Beispiel dafür. Sogar Amber ist ein extrem gutes Beispiel dafür, weil sobald ihr ihre Sternbild aufmacht, wird sie wirklich zum verdammt starken Charakter. Und Songli ist ein Charakter, wo ich glaube, umso mehr Sternbilder ihr von ihm habt, umso besser wird er natürlich, aber er ist auch schon im Grundstatus, so wie Diluc ja auch, ein sehr, sehr guter Charakter. Das Problem ist aber, Diluc, mit dem vergleichen viele Songli irgendwie auch, ist ein Damage-Dealer. Der ist dafür da, Schaden zu machen, der kann das sowohl auf Pyro machen, wie aber auch auf physischen Schaden. Und bei Songli haben viele erwartet, dass es auch ein Damage-Dealer wird. Das heißt, ein Charakter, der da ist, um Schaden auszuteilen, um die Charaktere, um die Gegner halt zu besiegen und wirklich große Zahlen zu erreichen. Und ganz so ist es nicht. Und warum hat die Community diese Erwartungshaltung gehabt? Tja, es hat mit dem zweiten Punkt gehabt, da habt ihr bestimmt schon von gehört. Und zwar miHoYo geht gerade gegen Lika sehr, sehr stark vor, was ich persönlich gar nicht so schlimm finde, sondern sogar richtig finde. Es gibt immer Testserver. Zu diesen Testservern werden gerade in China, soviel ich verstanden habe, viele Leute eingeladen und die dürfen dort kommenden Content testen. Die heißen Testserver aus einem guten Grund, denn neue Charaktere zum Beispiel oder bestimmte Questreihen, bestimmte Mechaniken werden dort getestet mit echten Spielern, um zu sehen, okay, passt das so, wie wir uns das vorstellen, wie unser Konzept für dieser Charakter, für diese Mechanik eigentlich sein soll. Und bei Songli ist es so gewesen, dass es eben, der kam auf den Testserver und die Leute haben den gespielt und haben gemerkt, boah, der macht richtig guten Schaden und haben das Ganze dann geleakt und ein bisschen gezeigt und haben damit diese Erwartungshaltung erweckt bei vielen Leuten und man muss ganz klar sagen, YouTuber wie auch ich, wobei ich da nicht so viel drüber gemacht habe, aber die sind da auch schuld daran, weil sie diesen Content, der nicht gezeigt werden sollte, einfach auch schon gezeigt haben und auch ihre Erwartungshaltung basieren auf dem, dass sie dort gesehen haben zu dem Charakter. Sie haben das dann einfach Videos darüber gemacht und die Community dachte sich, geil, Songli, 5 Sterne DPS Charakter in Geo, holen wir uns, finden wir super. Naja, am Ende kam es aber so, dass Songli eben kein DPS Charakter, also ein Damage Charakter ist, sondern mehr ein Support Charakter und dafür haben wir auch eine direkte Meldung von miHoYo. Und zwar gibt es auf dem Forum, leider nur auf Englisch, gibt es halt Response to the Songli Issue. Also so einen wirklich großen Artikel. Ich packe euch den Link dazu in der Videobeschreibung. Und letztendlich haben sie hier auch nochmal ein bisschen erläutert. Sie sagen, wenn sie etwas entwickeln, beziehungsweise ein Konzept für die Charaktere haben, haben sie einen bestimmten Grundgedanken, was dieser Charakter machen soll. Und ihr Ziel ist es, in Genshin Impact Charaktere zu haben, die sich unterschiedlich spielen und unterschiedliche Rollen einnehmen können. Was ich persönlich auch finde, haben sie ganz gut gemacht. Viele der Charaktere, die ich habe, können unterschiedlich in Teams reinpassen oder genutzt werden. Und sie sagen hier ganz klar, in terms of developing Songli and improving his abilities, Songli is a character who principally receives HP-related benefits, unlike some other characters who are focusing on improving damage. Diese Aussage ist, Songli war in unserem Konzept, was wir machen wollten, jemanden, der auf Leben aufgebaut werden soll und dort seine Vorteile bekommt, anstatt Schaden zu machen. Und viele haben diesen Post von miHoYo gesehen, mehr oder weniger, ja, wir hören euch, wir hören, dass ihr es scheiße findet, aber es ist so, wie es ist. Und letztendlich ist die Aussage zwar die, aber die Aussage ist nicht, hey,
hier, fickt euch, ihr braucht diesen Charakter nicht mehr, sondern die Aussage ist, hey, so wollten wir diesen Charakter von vornherein machen und es tut uns leid, dass ihr was anderes erwartet habt, aber das war nie Ziel des Charakters. Und das ist das, wo ich Zhongli auch wirklich gut sehe. Er ist ein Geo-Charakter, der Schilde verteilen kann, der mit seinem Ulti CC, also Crowd Control, mitbringt, das heißt, dass die Gegner sich nicht bewegen können und mit Leben skaliert aber auch seinen Schaden vom Ulti zum Beispiel. Das heißt, für mich ist das ein Charakter, den ich reinbringe, seine Säule aufbaue für Geo-Kristallisation, sein Schild auflade, mit E gedrückt halten, um Schilde für meine Party zu machen, das heißt, damit sie mehr länger am Leben sind und weniger Schaden bekommen, und versuche eben zeitgleich seinen Ulti aufzuladen, um den dann, wenn er fertig ist, zu bursten, damit ich eben mit anderen Charakteren den Schaden machen kann. Und dafür funktioniert er wunderbar. In Sphären Level 90, ich Level 80, überhaupt kein Problem mit diesem Charakter, weil er mein Team wirklich gut supportet. Im Abyss bin ich noch nicht so weit, ich habe mich noch nicht wirklich damit auseinandergesetzt, aber die paar Level, die ich gemacht habe, ich bin, glaube ich, Raum 10 gerade erst. Ich werde jetzt erst versuchen, halt dort ein bisschen weiter voranzukommen. Aber auch dort hatte mir extrem weitergeholfen durch diese Schildmechanik, die viele einfach unterschätzen bzw. nicht nutzen wollen, weil sie gedacht haben, okay, ich hole Zhongli, ich baue ihn auf Damage aus und damit mache ich extrem viel Schaden und das wird ein super Damage-Dealer. Das soll der Charakter eben nicht sein. Für mich persönlich ist das, was dieser Charakter darstellt, genau das, was miHoYo auch erklärt in diesem Statement. Die sagen, er ist ein Support-Charakter, kein Schadenscharakter, und das, finde ich persönlich, macht er gut und anders als andere Charaktere. Es gab auch den Vergleich zum Beispiel, ich mache das mal eben kurz weg, damit ihr ein bisschen was anderes seht, aber es gab den Vergleich zum Beispiel auch mit anderen Support-Charakteren wie Diona oder ähnliches, wo sie sagen, für einen 5-Star ist Zhongli einfach nicht gut genug, weil Diona kann ganz andere Sachen machen, die besser sind. Und ich denke mir, ja, das ist aber auch Dionas Konzept, und Zhonglis Konzept funktioniert bis jetzt sehr gut, finde ich persönlich, und man kann ihn auch unterschiedlich bauen. Man kann ihn zwar als Damage-Dealer bauen, aber er wird nie so gut sein wie ein anderer Damage-Dealer, und das muss euch nur bewusst sein. Und vielleicht solltet ihr auch langfristig, und das ist meine Empfehlung an vielen, gerade der Free-to-Play-Spieler, die absolut kein Geld investieren wollen, solltet ihr warten. Nicht auf Leaks hören, sondern warten, bis der Charakter raus ist, bis, ja, ich sag mal, YouTuber, Content-Creator, Freunde von euch den vielleicht gezogen haben und ihr euch tatsächlich auch ein besseres Bild von diesem Charakter machen könnt. Ich habe mich dafür entschieden, Zhongli zu ziehen, weil ich seinen Style geil finde, weil ich seine Attack-Animation und seine Skills cool finde, und es ist ein Charakter, der in mein Team sehr gut reinpasst und den ich in fast allen Teams, egal wie ich sie zusammenwürfel, immer dabei habe aktuell. Aber es gibt ein paar Charaktere, die kommen, wo viele auch Erfahrungen aus der Closed Beta haben. Ich sag nur, der kommende Anemo-Pol-Charakter, der nicht wirklich, also es ist eigentlich immer noch ein Leak, weil er nicht offiziell angekündigt wurde, deswegen nicht so viel dazu hier. Aber dieser Charakter war in der Closed Beta extrem stark. Aber die Mechaniken des Charakters waren einzigartig. Er konnte zum Beispiel aus der Luft als einziger Charakter in der Closed Beta tatsächlich auch angreifen mit diesem Sturzflug. Das gibt es jetzt für alle Charaktere. Das heißt, der Charakter wird anders sein als in der Closed Beta. Wartet, bis er raus ist. Guckt euch dann an, wie spielt er sich und wo könnte er zu gut passen, oder was ist das für eine Art Charakter? Ist das ein Damage-Dealer, ein Support-Charakter? Ist das vielleicht einfach nur jemand für Elementarreaktionen, was ich nicht glaube, aber wartet lieber ein bisschen ab, spielt ihn selbst, denn man hat auch immer die Möglichkeit, wenn ein neuer Charakter rauskommt, in einem Banner ihn auszuprobieren, und nehmt euch die Zeit, den euch mal anzuschauen und zu sagen, ja, das ist etwas, was mir gefällt und was ich gerne auch spielen möchte und in meinem Team brauche. Ich werde auch anfangen, bei den solltet ihr Summon-Videos, wenn der Banner raus ist, werde ich anfangen, auch so eine Tendenz zu geben und dann wahrscheinlich 2-3 Tage später, wenn ich den Charakter habe und ein bisschen ausprobieren könnte, auch wirklich so ein Review-Video zu dem Charakter machen, damit ihr dann besser entscheiden könnt, sind es eure Urgesteine wert, denn es ist leider, als Free-to-Play-Spieler müsst ihr mehrere Wochen farmen, um eben bei so einem Banner die Möglichkeit zu haben, auf den Pity hinzuarbeiten, das heißt, ihr den Charakter hundertprozentig zieht, und deswegen werdet ihr nicht bei jedem Banner ziehen können. Deswegen wird es noch schwieriger, und deswegen verstehe ich ja auch, dass viele mit Zhongli ein bisschen enttäuscht sind. Ich persönlich muss aber sagen, er ist genau das, was ich erwartet habe, und ich finde ihn top. Aus dem Grund gucken wir uns jetzt auch mal Zhongli, wie ich ihn aktuell gebaut habe, an. Dafür machen wir mal ganz kurz meine Elgato hier wieder an. Und ihr seht, mein Zhongli ist aktuell Stufe 80. Also ich bin mittlerweile Abenteuer Rang 50. Den einzigen Charakter, den ich aber schon hochgepumpt habe, ist Diluc auf Stufe 89. Seine Waffe habe ich jetzt auch schon auf Stufe 90. Und Zhongli werde ich noch nicht hochpumpen, weil er tatsächlich nur reinkommt und Support macht erstmal. Und es kostet verdammt viel Mora-Materialien. Aber wenn ich ihn auf Level 90 habe, werde ich auch mal so ein Showcase für ihn machen. Und hoffentlich jetzt auch für andere Charaktere. Dadurch, dass ich Level 90 bin, kann ich anfangen, für alle ein bisschen was zu farmen, wenn mein Main-Team steht. Also, Attribute brauchen wir uns jetzt nicht angucken. Waffe. Also als Waffe habe ich den Himmelsgrad. Ich hatte das Glück, den gezogen zu haben. Ich habe 2 5-Sterne-Waffen nur. Das ist einmal der Himmelsgrad und das Favonius-Schwert, glaube ich. Warte mal, das hat, und die Himmelsklinge.
Also beide Himmelswaffen. Und warum habe ich diese Waffe auf Zombie? Naja, zu meinem Basisangriff ist relativ hoch, als 5 Sterne natürlich, aber die Aufladerate. Das bedeutet, mit dieser Waffe schaffe ich es schneller, meine Ulti, also mein Burst, wie er so genannt wird hier, Genshin Impact aufzuladen, was eben sein Hauptziel ist. Denn meine Spielweise mit Zombie ist raus, Stein aufbauen, bisschen zuschlagen, weg, mit einem anderen Charakter Schaden machen, Zombie wieder rein, Schild aufbauen, weg, bis die Ulti ready ist, Zombie wieder rein, Ulti ballern, wieder weg. Und halt, das ist meine Rotation mit ihm, zwischendurch ein bisschen schlagen. Aber im Großen und Ganzen mache ich das nur. Diese Waffe habe ich tatsächlich aufgrund der Aufladerate. Erhöht den Crit um 8% und die Standardangriffsgeschwindigkeit um 12%. Wendet beim Treffen von Gegnern mit Standardangriffen und heftigen Schlägen mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% eine Vakuumklinge an und verursacht zusätzlich Schaden in Höhe von 40% Angriff mit geringer Reichweite, 2 Sekunden Abklingzeit. Heißt, es ist auch ein bisschen eine Schadenswaffe, aber das ist nicht das Hauptziel. Es ist aber auch die beste, der beste Polearm bzw. die beste Stangenwaffe, die ich habe. Bei Artefakten wird es jetzt lustig, denn ich habe mir zuerst überlegt, okay, basierend auf das, wie ich Zombie spielen möchte, was für Artefakte möchte ich dort nutzen? Und hier ist es so, dass ich mich für zwei Sets entschieden habe. Einmal den archaischen Fels-Set, weil dieser gibt mir mit 2 Teilen 15% Geoschaden. Wenn wir uns den mal angucken, das ist der, also bei 4 Teilen erhöht er beim Erschaffen von Splintern durch eine Kristallreaktion den mit dem jeweiligen Element verursachten Schaden aller Truppenmitglieder 10 Sekunden lang um 35%. Ist zwar ganz nice, aber das ist nicht das, was ich möchte, deswegen habe ich nur 2 Teile. Und als den anderen Set habe ich mich für den umgekehrten Meteor zuerst entschieden, weil meine Schildeffizienz um 35% erhöht wird, wenn ich 2 Teile habe. Bei 4 Teilen, das ist, bei 4 Teilen erhöht den Schaden von Standardangriffen und heftigen Schlägen bei aktivem Schild um zusätzlich 40%. Wenn ich mich nicht irre, gilt das aber nur für den Charakter, der diesen Set hat, deswegen ist es nicht so dolle. Ich bin gerade aber dabei, das Ganze umzuändern, und zwar werde ich den umgekehrten Meteor-Set mit mit dem alten Hofritual auszutauschen, denn hier Set mit 2 Teilen erhöht den mit Spezialfähigkeiten verursachten Schaden um 20%. Bedeutet gerade mit dem, also das ist auch eine falsche Übersetzung, das ist nicht Spezialfähigkeiten, sondern nur mit dem Burst, bedeutet mit eurer Ulti. Und wenn ihr 20% mehr Schaden mit dem Ulti macht, und das ist sowieso die Hauptsache, die mein Song macht, dann ist es natürlich ziemlich geil. Von den Artefakt-Stats her gehe ich voll auf Leben. Also ich gehe auf Leben. Ist jetzt mal hier, habe ich, die beiden sind klar. Aber ich versuche, Elementarkunde, der hier ist schon mal falsch. Und ich werde diesen hier hochpumpen von alten Hofritual. Weil dort habe ich Crit und kritischen Schaden. Ich glaube, das war der, den ich hochpumpen werde. Ja, das war der einzige mit Leben, den ich hatte. Den mit Leben hat der, aber ist auch egal. Ich gehe tatsächlich eigentlich auf Leben, Hauptstat. Dann gehe ich ein bisschen auf Crit und Crit-Schaden. Weil ich hoffe einfach nur, dass wenn ich seine Ulti trigger, dass sie tatsächlich auch wirklich Schaden macht. Und auf Geoschaden, wenn ich denn was habe. Zum Beispiel hier, den werde ich auch noch austauschen. Ich glaube, da warte ich noch auf den richtigen. Genau, da habe ich noch leider kein Kopf vom alten Hofritual. Beziehungsweise vielleicht mache ich jetzt was anderes. Und hier kann man sich überlegen, geht man auf Leben oder geht man auf Geoschaden. Und ich meine, ich hatte schon vom alten Hofritual oder von jemand anders habe ich irgendwas mit Geoschaden. Und das werde ich wahrscheinlich auch reinpacken. Das heißt, ich werde ein anderes Set ein bisschen ausprobieren, um zu schauen, okay, macht es dann mit dem Ulti, mache ich dann meine 40.000, 50.000k, wenn er crittet. Und das ist halt meine Spielweise mit Zhongli. Und letztendlich Talente solltet ihr nicht vernachlässigen. Also seinen Standardangriff stufe ich als letzten hoch aktuell. Sein E ist das, was ich Priorität 2 habe. Das heißt, ich versuche seinen E-Skill halt, oder seinen normalen Skill halt ein bisschen aufrechtzuerhalten. Aber sein Hauptskill, den ich hochgelevelt habe, ist bis jetzt halt seine Ulti. Aber ihr seht, mir fehlen ein paar Sachen von dem Bossen, damit ich es weiterleveln kann. Aber das ist das, woran ich aktuell mit Zhongli arbeite. Zusammenfassend. Ich finde, Zhongli ist ein cooler Charakter, er macht mir persönlich Spaß, aber es kommt ein bisschen darauf an, wie baut ihr ihn und wie könnt ihr ihn spielen. Ihr könnt mir gerne unten reinschreiben, was ihr davon haltet, ob ihr Zhongli gezogen habt, wie ihr ihn spielt, weil ihr seht, ich habe gerade mal 23.000 Leben und ihr seht vielleicht auch bei den Artefakten, einige sind noch gar nicht hochgelevelt. Und selbst für das, was ich jetzt aktuell habe, und es ist noch nicht das Set, also das perfekte Set, was ich eigentlich haben möchte, hilft er mir in dem Team schon extrem stark. Also wie gewohnt freue ich mich auf eure Kommentare und Meinungen und ihr könnt euch selbstverständlich gerne mein letztes hochgeladenes Video oder eine von meinen Playlists anschauen und mich auch abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.